Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und ja, nachdem Udina, das Schwein, letzte Woche Hochverrat gegen die gesamte Citadel begangen hat, sind wir jetzt auf der Citadel und ja, ich rede nochmal mit Commander Bailey. Seit dem Cerberus-Angriff haben wir Unmengen von Arbeit. Es macht uns wirklich zu schaffen, dass Udina zusammen mit Cerberus den Rat ermorden wollte. Es sind dunkle Zeiten für uns alle. Ich dachte, Sie wären im Krankenhaus. Solange ich atme, arbeite ich. Das war bislang meine schlimmste Verwundung. Aber sie passt zum Zustand der Galaxie. Cerberus täuscht sich, wenn Sie glauben, dass mich ein paar Kugeln aus dem Spiel nehmen. Kann die Station verteidigt werden? Die interne Sicherheit wurde wiederhergestellt, aber wir haben gefährlich wenig Männer. Wir verhören unsere eigenen Leute, um rauszufinden, ob Udina allein war, aber das dauert. Ich würde sagen, wir sind zwar noch angreifbar, machen aber Fortschritte. Und Udina? Haben Sie bei Ihrer Arbeit für Udina nie Verdacht geschöpft? Komisch kam er mir schon vor. Das Verräterschwein hat mich sicher für einen Idioten gehalten. Leider nicht ganz zu Unrecht. Er ist tot und Sie sind noch da, Bailey. Das verdanke ich Ihnen. Ohne Sie würden Udina und Cerberus jetzt auf meinem Grab tanzen. Wie geht die Citadel jetzt mit dem Krieg um? Der Krieg hat uns erreicht. Wir können uns das kaum vorstellen, obwohl wir eigentlich immer das Unerwartete erwarten. Nach dem Putschversuch haben sich die meisten Leute zurückgezogen. Es wird viel gebetet und geweint. Sie sagen, dies sei der letzte Krieg von allen. Bisher spricht nichts gegen diese Sichtweise. Na dann zurück an die Arbeit, Bailey. Keine Zeit zum Ausruhen. Viel Glück, Bailey. Ja, für Sie auch, Shepard. Oh Mann. Da wird das erste Mal ein Mensch Ratsherr und geht direkt Hochverrat gegen den gesamten Rat. Ah. Das ist, wirft natürlich kein gutes Bild auf die Menschen. Muss man ja schon sagen. Der Wärmeeinheit Stabilisatoren. Kaufen wir. Rosenkovs Materialbeinchen. Ja, kaufen wir, ne? Wir haben das Geld. So. Das war doch so eine Quest, ne? Glaube ich. Hier genau, Werbeeinheit-Dinger. Die habe ich gefunden. Die oberen drei kann ich gleich erledigen. Nämlich jetzt das, was ich eigentlich ja quasi theoretisch letzte Folge machen wollte, aber dann. Cerberus hat seine Chiffrierung geändert. Und unsere Codeknacker machen im Moment keinerlei Fortschritte. Unsere besten Teams arbeiten zwar in Schichten daran, aber bis die Sicherheit der Citadel-Systeme gewährleistet werden kann, wird noch etwas Zeit vergehen. Wenn wir einige ihrer Verschlüsselungstools hätten. Oder vielleicht ein paar Beispielcodes. Ich verstehe. Wir versuchen es weiter. Mhm. Hier geht es natürlich drauf und dran auf der Station nach dem Ereignis, sag ich mal. Und man sieht deutlich mehr Sicherheit, glaube ich, oder? Meine Frau wurde gerade in den aktiven Dienst zurückgeschickt. Und für mich soll es auch bald losgehen. Man hat mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht helfen. Natürlich. Sie sind Miutas Partnerin, richtig? Ich, ja. Woher wissen Sie das? Wir haben Informationen über die Identität aller permanenten Bewohner der Citadel, die eine offizielle Verbindung mit Asari unterhalten. Sollte jemand diplomatische Unterstützung benötigen, können wir schnell Hilfe leisten. Das ist ja wunderbar. Dann können Sie mir auch dabei helfen, meine Tochter zur Familie meiner Frau zurückzuschicken? Ich fürchte, das könnte sich als schwierig erweisen. Hm. Ja. Na, die ganzen Schlangen stehen alle voll. Alle haben irgendwas zu bereden jetzt danach. Ist zwar irgendwo. Ja. Umleiten zu. Mist. Haben wir irgendwelche KI-aktivierten Fragmente des Hubble? Reaper-Code, den ich analysieren könnte? Nicht? Na gut, dann manövrieren Sie unsere Flotte eben weiterhin aus und stecken die nächsten Asari-Welten in Brand. Ah. Bisher gibt es noch keinen Nachfolger für die Position von Udina. Der Cerberus bei einem Botschaft. So, was haben wir denn? Ach du Kacke, alle stehen sie vor der Botschaft der Menschen, oder was?
Was ist denn hier los? Ist das überhaupt die Botschaft der Menschen? So, Status erkannt. Wählen Sie bitte ein Ziel auf. Gehen wir erstmal in die Stock. Wir gehen einfach alles von oben nach unten durch. So. Ankunft in Andockbucht D24. Mhm. Standen die hier schon immer? Ich habe die Anweisungen für Sie erhalten, Private, und werde Sie informieren, bevor der Trupp eintrifft. Die Allianz schickt uns zu einer E-Zero-Minenanlage auf Sani. Der Planet hat geringe Gravitation und eine toxische Atmosphäre. Hey. Wir müssen stets die volle Lebensausrüstung tragen. Noch Fragen? Spielen wir Sicherheitskräfte, Sergeant Olimbi? Nein, Private, wir spielen nicht. Was hat sie denn eigentlich für einen Lippenstift, die Dunklige? Dunklige? Ja, das Wort gibt's auf jeden Fall. Ma'am, ein Freund von mir war Sicherheitskraft bei Sonax. Und es gab auf Garvok mit Sicherheit proteanische Tech. Ich weiß, dass die Valhalla-Grenze jetzt Reaper-Gebiet ist. Aber proteanische Tech wäre eine große Hilfe beim Ja, Ma'am. Ja, ich weiß, dass das ein ungesicherter Kanal ist. Ja. Verstanden. Danke, Ma'am. Mhm. Immer wieder neue Quests hier. Das ist auch gut. Da kann ich nicht lang. Ach komm. So, was haben wir denn jetzt Neues? Huch. Valhalla-Grenze. Proteanische Daten. Ich müsste das eigentlich mal so machen. So. Hier genau so. Mhm. Schaffen Sie von Garvok in der Valhalla-Grenze. Okay. Fragmente vom Reaper-Code. Boah. Siehst du, es lohnt sich doch, dass man hier alles von oben nach unten durchgeht. Nebenquests sind immer gut. So, wo wollen wir jetzt hin? Botschaften waren wir ja gerade. Das lohnt sich nicht, also in die Docks. So. Ankunft in Andockbucht E24. Die Galaxie muss begreifen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Können Sie mich nicht reinlassen? Nein. Ich muss nur ein paar Stunden Aufnahmen machen. Sie kommen hier nicht durch. Na, dann können wir ja mit dem reden. Moment. Sind Sie nicht Commander Shepard? Soll ich was? Dokumentarfilmer. Bitte, Sie können mir vielleicht helfen. Ich möchte die Geschichten der Flüchtlinge auf der Citadel dokumentieren. Ihren Verlust, Opfer, ihre Momente der Tapferkeit. Hindert Sie denn etwas daran? C-Sicherheit lässt mich nicht in die Docks, weil ich ein Störfaktor sei. Aber Sie könnten ein paar Aufnahmen für mich machen. Warum filmen Sie nicht hier? Hier im Präsidium gibt es auch viele Überlebende des Krieges. Dieser Ort ist sicher, sauber. Die Menge, die bei den Docks festsitzt, hätte eine viel größere Wirkung. Wir müssen einander helfen. Diese Dokumentation soll schockieren, damit die Leute aktiv werden. Na okay, ich helfe Ihnen. Gute Idee. Die Galaxie sollte sehen, was diese Flüchtlinge durchgemacht haben. Danke, Commander. Das ist genau das, worauf ich hoffe. Machen Sie mit Ihrem Universalwerkzeug ein paar Aufnahmen im Flüchtlingslager. Ich warte hier auf Sie. Ja. Machen wir. Wie auch immer das hier. Ich glaube nicht, dass das zur Stimmung der Dokumentation passen wird. Meinst du? Aber das hier. Das ist genau das, was diese Dokumentation braucht. Okay. Welche Ecken, Container, Leute, die auf der Bank sitzen, liegen, ja. Das kann ich nicht verwenden. Würden Sie es bitte nochmal versuchen? Leute, die hier rumsitzen. Leute, die hier, was haben wir denn da? Leute, die hier warten. Gesteckt und gesagt, ich soll hier auf Sie warten. Sie werden kommen, sobald Sie können. Okay, ich denke, hier ist es sicher genug. Wenn dich jemand belästigt, sag mir Bescheid. Ich kümmere mich darum, okay? Kleiner. Gute Nacht, Sir. Danke. Sind wir kurz auf die Normandy?
Komm, kommst du. Komm, du kommst nicht mit. Was haben wir hier? Wie, nicht auf die Essensautomaten? Das ist unfassbar. Hä? James hier. Mistkerl. Ausgezeichnet. Das wird die Aufmerksamkeit der Leute erregen. Danke, Commander. Ich denke, wir haben jetzt genug Aufnahmen. Kommen Sie wieder zu mir, wenn Sie können. Mhm. Hey, Commander. James, amüsieren Sie sich? Ja, ja. Verlieren Sie nicht alles. Diese Kleidung gehört der Allianz. Etwas mehr Vertrauen, Loco. Ein bisschen habe ich durchaus. Aha. So. So, was haben wir denn sonst so? Hören Sie, wir brauchen einfach mehr Lebensmittel. Ich kann Ihnen die Positionen einiger Ruinen nennen. Proteanische Ruinen, auf Gai Hinnom, im Hades-Nexus. Wenn Sie an den Reaper-Patrouillen vorbeikommen, finden Sie dort bestimmt was Wertvolles. Sie dachten, ich würde bluffen, stimmt's? Das muss irgendetwas wert sein, bitte. Meine Familie hungert. Mhm. Okay, wir können schon wieder sehr viel helfen, wahrscheinlich. So, hier ist Zeigen, ist wahrscheinlich nichts Neues. Ich habe die Kontrolle über Eclipse übernommen. Wir wollen mit Aria zusammenarbeiten. Ist nichts Neues hier. So, was haben wir hier? Leute, die reden. Und es wird immer voller hier, ne? Kann das sein? Sehe ich das richtig? Verdammt, ich sag's Ihnen doch. Jemand hat die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kennen würde, hätte ich ihn doch verhaften lassen. Es ist doch egal. Ich hingegen finde es schon wichtig, wenn mir turianische Soldaten wegsterben, weil ich sie nicht versorgen kann. Ja. So. Oh Mann, es wird echt wirklich immer schlimmer hier. Oh, was haben wir denn hier? Aha. Danke, Mensch. Willkommen bei Batarian State. Naja. Das ist nix. Okay, hat das jetzt gereicht? Nur einmal kurz das kleine Ding da untersuchen. Verdammt, ich sag's Ihnen doch, jemand hat die Medik. Finden Sie die Spender und reparieren Sie. Ach, das ist mehr als einer. Ich verstehe. So, haben wir noch mehr? Das ist keiner, okay. Sah ein bisschen so aus. Nee. Hier ist nix, da ist auch nix. Was ist hier? Auch nicht. Keine weiteren Automaten mehr. Wo ist denn der Typen? Ach, da. Ich habe Ihre Aufnahmen. Danke, Commander. Ich fange sofort mit dem Schnitt an. Bitte. So, ich habe keine Ahnung, ob hier noch weitere von diesen Geräten sind. Ich guck noch mal hier unten durch. Oder haben die zwei jetzt gereicht? Verdammt, nee. Okay. Die Medigil-Spender sabotiert. Nein, wenn ich den Täter kenne, hätte ich ihn doch. Shit. Hier ist nicht. Doch, da ist noch einer. Man muss nur suchen, dann findet man die auch. Soll das ein Witz sein? Ja, aha. Ach, Scheiße. Da ist noch einer. Ja, so gefällt mir. Jetzt sind die aber gerade im Wahn. Also jetzt müssen die aber irgendwo welche sein noch. Ach, Scheiße. Irgendwo.
Das ist nix. Das ist auch keiner, wie gesagt. Hier ist auch nichts. In der Art, das ist auch nur sowas. Ist hier sonst noch was? Nope. Okay, weil ich habe noch nachher Sorge, dass das so wie bei den, bei dieser einen Mission da nachher nicht funktioniert, wenn ich irgendwas anderes noch mache währenddessen. Oder können wir jetzt mit dem Arzt reden? Ah. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur-Ding festgemacht. Aber nun können wir viele Leben retten. Danke. Gerne, gerne, gerne. Der Arzt ist weg. Einfach weg. So, das ist gut. So, weiter. Ich hätte, fände da, hätte Mass Effect auch schon irgendwie so einen Counter oder eine Meldung reinmachen können. Ja, sie haben es jetzt fertig. So. Botschaften in die Bar Purgatory. Ankunft in der Bezirksebene Purgatory. Lindy, Sie verstehen mich. Der Kodex der Ahnen enthält die gesammelte Weisheit unseres Volkes. Tief traurig. Er ging verloren, als Dekuna fiel. Und nun fehlt uns die dringend erforderliche Führung. Überzeugt. Wir brauchen die Weisheit unserer Ahnen in diesen schwierigen Zeiten. Aha. Finde ich gut. Wie geht's dem Kopf? Oh. Gut. Die Gehirnerschütterung ist kaum noch zu spüren. Freut mich. Als ich von deiner Verletzung hörte? Es war dämlich. Ich hätte mich nur ducken müssen, als die Wand runterkam. Aber etwas Gutes hat die Sache doch gebracht. Ich habe eine neue Ausrüstung. Sie haben mir eine Vortex-Panzerung geschickt. Da muss sich jemand im Nachschubdepot ordentlich vertan haben. Oh, ich habe gehört, die sollen ziemlich gut sein. Sie ist fantastisch. Nur in einem Panzer ist man sicherer. Deshalb kostet eine Vortex-Ausstattung auch mehr, als ich in einem Jahr verdiene. Hm. So. Ich bezweifle zwar irgendwie, dass in dieser Bar irgendwas ist. Ich kann es mir zumindest nicht vorstellen. Hallo, hallo, hallo. Niemand. Wir könnten versuchen, mit Arya zu reden. Vielleicht bringt das ja was. Hier ist nix. Wer ist das denn? Joker! Sehen Sie sich das an. Ein Cerberus-Angriff auf die Citadel und die Leute hier denken nur noch an den Krieg. Was ist denn daran anders als sonst? Na, die Verzweiflung. Das ist kein fröhliches Tanzen, sondern dient der Problemverdrängung. Schauen Sie auf die Arme. Wer so mit den Armen fuchtelt, der scheißt doch drauf, wie blöd er auf der Tanzfläche aussieht. Überraschend gut beobachtet. Ich habe schon vielen beim Tanzen zugeschaut, wo wir gerade davon reden. Tanzen? Vom Zuschauen. Was halten Sie eigentlich von mir und Edi? Sicher. Warum nicht? Weil ich mir schon beim harmlosesten Streicheln etwas brechen könnte? Das ist ein Risiko, genau wie die Reaper. Mit dem Vorboten will ich nicht ausgehen. Sie wissen, was ich meine. Wenn wir morgen alle tot wären, was würden Sie bereuen? Nichts gebrochen zu haben. Weder Hüfte noch Herz. Das ist doch bescheuert. Sie verdienen es, dumm zu sein? Was? Wenn Sie jetzt auf der Tanzfläche sein könnten, würden Sie mit den Armen wedeln? Ja. Sie sorgen sich um mehr als auf der Tanzfläche blöd auszusehen. Ja, vermutlich. Entschuldigen Sie mich. Ja. Wen haben wir denn hier? Niemanden, der redet.
Ich dachte für einen Kurs, was ist das denn für ein Outfit? Aha. Aber ja, Tilok. Wer kommt denn da? Blue Suns, Bloodpack und Eclipse stehen unter meiner Kontrolle und werden kämpfen, wenn sie bereit sind. Und? Haben sie etwas auf dem Herzen? Ist das Bloodpack jetzt verfügbar? Mit Grill als Boss kann's von uns aus losgehen. Seine Stimme, meine Worte. Eine bessere Marionette gibt's gar nicht. Das Bloodpack hat uns 2000 Watcher überstellt. Das wird der Hauptteil unserer Armee sein. Kann man machen. Kooperiert Dana Voske jetzt mit Ihnen? Dass General Uraka die Blue Suns in Ruhe lässt, war die Lösung. Voske glaubt immer noch, dass er mich bekommt. Idiot. Aber er hat mir seine Veteranen überstellt. Und ich überstelle sie nun Ihnen. Und Eclipse? Was bringt es uns, dass Eclipse zu unserer Verfügung steht? Eine Tonne Max und Elite-Schützen für Geheimoperationen. Sane hat sich als formbarer erwiesen, als Jonas Sedaris es je war. Meine Kontrolle über Eclipse ist umfassender als erwartet. Ich war überrascht, wie aktiv sie in der Sache waren. Gerne. Wie wollen Sie Omega zurückerobern? Ich glaube, ich greife zur Gewalt. Ich reiße Omega dem Unbekannten aus seinen kleinen, gierigen Fingern. Was genau habe ich bekommen? Eine Armee, die unsauber kämpft, die all das tut, was ehrenhafte Militärs nie erwägen würden. Eclipse-Max und Watcher-Legionen sind ideale Kandidaten als Frontkämpfer bei Bodenoffensiven. Mit Sicherheit die Mühe wert, die sie dafür investieren mussten. Ja. Wie Sie meinen, Arya. Kommen Sie mal vorbei. Ach ja, Arya, das geht immer, die Frau. Also dieses Kleid, ne, oder was auch immer das ist. Der Laden ist so sauber, dass es quietscht. Trotzdem danke für den Drink. Aber warum haben Sie mich überhaupt hierher geschleppt? Haben Sie noch diesen Frachter? Ja. Brauchen Sie Arbeit? Könnte sein. Was liegt denn an? Aha. Was zur... Kann ich ein Getränk... Ich kann ein Getränk bestellen! Ein Whisky Cola bitte. Danke. Jo, jetzt geht's ab, jetzt mach ich Party! Ich hab noch nichts kaputt gemacht, das ist doch ein Anfang! Und Edi steht da rum. Das ist auf jeden Fall ein guter Tanz. Ach ja, Shepard, Spectre und so weiter und so fort. Auf der Tanzfläche im Purgatorium tanzen. Es ist eine skurrile Situation, sagen wir es mal so. So. Zum nächsten Ort. Krankenhaus. Da können wir Sane besuchen gehen. Freut sich bestimmt. Ach du Kacke, was ist denn hier los? Medigel und synthetisches Blut gehen zu Neige und wir haben nicht genügend Freiwillige. Wenn wir die Ringe von Aluna aus dem Silia-Nebel hätten, könnten wir eine Kulturkrise verkünden. Dann muss man uns zuhören. Das sind nicht bloß Symbole. Die verehrte Asari Alune trug diese Ringe, nachdem er Fame selbst sie die Medizin gelehrt hatte. Sie war so etwas wie eine Dalatras bei ihrem Volk. Könnten wir ihre Ringe präsentieren, bekämen wir in den Krankenhäusern mehr Unterstützung von den Asari. Mhm. Ja, ne, hier ist halt immer verständlich, ne, nach dem Kampf. Da ist ja alles quasi. Sie hat dieses Leuchten. Die Reaper. Sie haben ihr gemacht, was sie mit allen machen. Aha. Sie ist voller. Ich weiß auch nicht. Und sie leuchtet. Sie streckt die Hand aus. Ihre Augen werden schwarz. Da berührt sie einen der Farmer und der. Alle geraten in Panik.
Händen, andere mit Biotik. Die Menschen verflüssigen sich einfach. Und ich stehe da mit meinem Handtuch, ohne Waffe. Dann drängen Husks durch die Tür. Bei der Göttin. Also bin ich weggerannt. Ja. Was macht die denn? Aha, aha. Alle weinen, alles, alle haben es schrecklich hier. Was können wir denn hier kaufen? Medige Kapazitäten, naja. Und ich hatte ja erhofft, dass ich mir jetzt was richtig Geiles, Tolles holen könnte. Ja. Ne? Oh Gott, Leute. Was denn hier los? So. Es muss doch irgendwie... Keine Ahnung, was Cerberus da gemacht hat, aber wir werden diese Patientin verlieren. Ohne einen neuen Behandlungsplan geht's nicht weiter. Und mir fällt nichts ein, was wir nicht bereits versucht hätten. Ich weiß, aber mir fällt nichts anderes ein. Und Ihnen? Hä, chemische Behandlung? Was? Oh Gott, das sind tausend Sachen wieder. Der Arzt sucht nach einer Behandlungsmethode für einen Patienten mit chemischen Verbrennungen. Finden Sie einen Behandlungsplan. Boah, schaffen wir. Wieder so viele Aufgaben hier, ne? Die wir alle erfüllen sollen. Ich verstehe ja, dass auf Paladin Chaos herrscht, aber es geht um einen ihrer eigenen Generäle. Er wurde bei dem Angriff auf die Citadel von einem Cerberus-Soldaten mit einer vergifteten Klinge verletzt. Und wir können das Toxin nicht identifizieren. Momentan halten wir ihn gerade so am Leben. Es muss irgendein Nervengift sein. Wenn Sie sich mal unsere Daten ansehen würden. Natürlich. Ich verstehe. Auch ein General ist nur ein Mann. Viel Glück. Mhm. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer leben oder stirbt? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir helfen Patienten. Und zwar allen. Das ist zwar ehrbar, hilft uns aber nicht, wenn uns die Vorräte ausgehen. Ich habe das im Kampf schon hautnah miterlebt. Und die Vorräte werden uns ausgehen. Haben Sie die Prognosen der Verwaltung schon gesehen? Ja. Die Lage wird sich verschlimmern. Worauf wollen Sie hinaus? Wir können die Fakten nicht leugnen. Wenn wir Prioritäten setzen, haben einige unserer Patienten eine erheblich bessere Überlebenschance. Wenn wir die zuerst versorgen und unsere Vorräte rationieren, können wir jetzt einige retten und bleiben in der Lage, später noch mehr zu retten. Das können wir nicht tun. Wir haben einen Eid geschworen, den Kranken zu helfen, ungeachtet ihrer finanziellen Situation oder ihrer Position in der Gesellschaft. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wer lebt und... Ja, wir müssen eigentlich allen helfen. Das stimmt schon. Wir kämpfen genau in diesem Moment für den Schutz der Leute, von denen Sie reden. Wenn Sie diese Leute sterben lassen, war der Kampf umsonst. So einfach ist das nicht. Wenn wir jetzt nicht vorsichtig vorgehen, verlieren wir am Ende alle. Dann finden wir schon eine Lösung. Hören Sie, wir haben doch auch Patienten, die, sagen wir, mehr Glück hatten, richtig? Ja. Und ich sage es nur ungern, aber die mit mehr Glück haben weitaus bessere Überlebenschancen. Und mehr Credits. Also bitten wir Sie um Spenden, um mehr Vorräte zu beschaffen. Für diejenigen ohne Credits. Was? Sie wollen doch damit nicht etwa sagen, das ist... Wissen Sie, das könnte sogar funktionieren? Ja, weiß ich nicht. Aber möglicherweise. So behandelnder Arzt. Kann ich helfen? Ich suche einen Drell namens Thane Krios. Wir haben einen Drell, aber der heißt anders. Er wurde verletzt. Stichwunde. Er ist häufig hier Patient. Schon gut, schon gut. Ich verstehe. Die Ärzte konnten die Wunde schließen und versorgen. Allerdings, Mr. Krios hat das Kepral-Syndrom im Endstadium. Das Kepral-Syndrom verhindert, dass sein Blut Sauerstoff transportiert. Und er hat viel davon verloren. Er hat zwar Transfusionen bekommen, aber der Vorrat an Drellblut auf der Citadel war ehrlich gesagt sehr begrenzt. Kann ich etwas tun? Ich besorge mehr. Welche Blutgruppe? Das wird nicht funktionieren. Nur ein anderer Drell auf der Station passt. Und der ist gerade bei ihm. Wir haben bei der Operation alles getan, aber sein Körper kann verlorenes Blut nicht ersetzen. Der Schock war zu groß. Sein Sohn Kolyat. Er ist bei ihm und nimmt Abschied. Das sollten Sie auch tun. Commander Shepard, mein Vater sagte, dass Sie nicht mehr in Haft sind. Erinnern Sie sich an mich? Ich bin Kolyat Krios.
Ich wollte Blut spenden und... naja... ich sollte ihm die Sauerstoffmaske abnehmen, damit er es bequem hat. Es dauert wohl nicht mehr lange. Ihr Vater ist ein Held. Ihr Vater hat mit mir viele Leben gerettet. Ich würde gern bleiben. Natürlich. Ich fürchte, ich schließe mich Ihnen nicht mehr an. Sie haben mehr als genug getan, Thane. Dieser Attentäter sollte sich schämen. Ein todkranker Drell hat ihn daran gehindert, sein Ziel zu erreichen. Ich lasse es verbreiten. Etwas muss ich noch tun, bevor es schlimmer wird. Ich muss... Kalahira, Herrin der unergründlichen Tiefen, vergib mir. Kalahira, deren Wellen Stein und Sand abtragen. Kalahira, spüle die Sünden von ihm ab und bringe ihn zur Küste des unendlichen Geistes. Kolliat, du sprichst wie die Priester. Du hast Zeit unter ihnen verbracht. Ich habe ein Gebetbuch dabei. Commander, schließen Sie sich an. Kalahira, dieses Herz ist rein, aber befallen von Bösartigkeit und Konflikten. Führe es an den Ort, wo Reisende nie ermüden, Liebende nie weggehen, Hungernde nie hungern. Führe ihn, Kalahira, und er wird dir ein Begleiter sein, wie er mir einer war. Kolliat, etwas verstehe ich nicht. Seine letzten Augenblicke waren die eines Helden. Warum ein Gebet um Erlösung? Das Gebet war nicht für ihn. Er hat bereits um Vergebung für die Leben gebeten, die er genommen hat. Sein Wunsch galt ihnen. Leb wohl, Thane. Du wirst nicht lang allein sein. Zane. Das ist schon traurig, muss man ja so sagen. Die letzten Augenblicke seines Lebens. Aber das Leben wird weitergehen. Und das Opfer gegen die Reaper wird nicht umsonst gewesen sein. Er hat seine Rolle im Universum eingenommen. Spektrumstatus erkannt. Einen Moment bitte. Wir gehen ins Präsidiumsunterhaus. So. Ankunft im Präsidiumunterhaus. So, wo gehen wir denn zuerst hin? Erstmal nach hier oben. Hören Sie, ich habe mir etwas überlegt. Und nein, es kann nicht warten, bis ich wieder im Dienst bin. Das Hesperia-Zeitalter. Die Statuen von damals sind legendär wegen ihrer präzisen proteanischen Inschriften. Würde uns das nicht vielleicht helfen? Ja, ich weiß, dass der Athene-Nebel gesperrt ist, aber das geheime Projekt. Jede Information über die Proteaner, die wir finden können, wird dringend gebraucht. Ich habe keine brauchbaren Bilder gefunden, aber bedenken Sie doch, wenn diese Statuen uns helfen könnten, nach so langer Zeit. Ne? Oh. Geld und ich löse mein Konto auf. Ihr Konto hilft, die Verteidigung der Citadel zu finanzieren. Wenn Sie es auflösen und das Geld unter Ihrem Bett verstecken, schadet das den Kriegsbemühungen. Und wenn Cerberus wieder angreift und die Citadel erobert, ist mein Geld weg. Meine Risiken trage ich lieber selber, besten Dank. Sie verlassen also die Citadel? Zur Zuflucht vielleicht?
Wenn Sie dem Rat vertrauen, bleiben Sie hier. Warum sollte ich ihm vertrauen? Er konnte Cerberus nicht aufhalten. Was will er dann gegen die Reaper anrichten? Gar nichts. Wenn Sie Ihr Geld nehmen und sich verkriechen. Haben Sie Palamon gesehen? Oder die Erde? Sie können diesem Krieg... Aber für diesen Kampf wird Geld benötigt. Geld, das diese Bank dem Rat mit Konten wie dem ihren leiht. Okay, okay. Ich löse das Konto nicht auf. Außerdem, wie soll ein Ort wie die Zuflucht mehr Sicherheit als die Citadel bieten können? Sie haben recht. Dann bleibt uns wohl nur das Beste zu hoffen. Jo. Willkommen bei Elkos Combine. Eine Thermoröhre. Danke. Schauen Sie mal wieder vorbei. Gerne, gerne, gerne. Was haben wir hier? Willkommen bei Canella Expo. Was ist das denn? Eine B-Lang-Qualle. Ja, kaufen wir. So. Wir freuen uns über Ihren Besuch. Okay. So. Ach, ich dachte gerade, wir wären hier fertig. Aber das sind wir ja nur noch lange nicht. So. Unfassbar, wie viel Mühe sich die Ärzte geben, um dieses Terroristenschwein am Leben zu halten. Er liegt auf der Intensivstation? Cerberus hat ihn angeschossen. Sie glauben, er sei lediglich ein weiteres Opfer. Okay. Spectre Terminal aktualisiert. Interessant. Nein, die Kroganer können als einzige Spezies auf toxischen Welten kämpfen. Sie müssen also unterstützt werden. Also im Idealfall so etwas wie ein Kakliosaurier. Sie sind trittfest im Gebirge, immun gegen Toxine und ihren Reitern gegenüber unbedingt loyal. Ja, sie wären perfekt. Leider wurden sie während des Rachni-Krieges ausgerottet. Wenn wir also nichts Neues herstellen können, müssen die Kroganer auf toxischen Welten zu Fuß und ohne Unterstützung kämpfen. Aha. Da hinten ist einer, das ist dieser Läufer, der die ganze Zeit hier langläuft. Die Fensterscheibe ist kaputt, Leute. So, Stipp. Bitte was? Bombe oder Geschütz? Wie viele diesmal? Räumen Sie den Bereich, bis alles durchsucht ist. Wir müssen einen Weg finden, Ihre Tech zu finden und sicher abzuschalten. Nein, E-Verbrechen hat immer noch nichts. Die Tech von den Leichen einiger Cerberus-Techniker hat sich selbst zerstört, als wir sie auseinandernehmen wollten. Viel können wir nicht tun. Außer die Reste einzusammeln, wenn wieder so ein Geschütz seine Mutter und ihre Kinder niedermäht. Das sind Steuerungspläne für Cerberus-Geschütze. Hilft Ihnen das weiter? Aber sicher, verdammt. E-Verbrechen soll sich damit beschäftigen. Vielleicht finden wir damit sogar die kleinen Geschenke, die Cerberus uns hinterlassen hat. Vielen Dank. Dadurch werden Leben gerettet. Gerne. So, wen haben wir denn da? Ich verstehe nur nicht, warum du plötzlich solche Zweifel hast. Hören Sie, das Arschloch ist jetzt in Haft. Ihn zu töten, bringt niemanden mehr zurück. Es geht um Gerechtigkeit. Der Mann ist ein Verräter und ein Mörder. Du hast gesehen, was er deiner Frau angetan hat. Und meinem Mann. Und er hat nicht mal mit der Wimper gezuckt. Er ist böse, ganz ohne Zweifel. Was geht hier vor? Ich bin bei C-Sicherheit in Position. Locken Sie sie weg, dann gehe ich rein und mache den Kill. Antworten Sie nicht. Mhm. Ja, gut. Was denn das hier? Ich habe Ihr Gespräch zufällig mitbekommen. Vielleicht helfen Ihnen diese Pläne für Wärmestabilisatoren. Das ist fantastisch. Die Kolonisten, meine Schwester, werden überglücklich sein. Danke, ich stehe tief in Ihrer Schuld. Okay. Ach, immer schön, wenn man auch in so einer Lage noch jemandem helfen kann. Wir müssen das Gesetz durchsetzen, so wie immer. Sonst geht alles vor die Hunde. Sehen Sie sich mal Palamon an, mein Freund. Wir sind in der Hölle. Wir sollten nach Terroristen suchen. Der Rest kann sich um sich selber kümmern. So wie die Schlägereien, die Betrunkenen und die Randalierer da unten bei diesem Purgatory-Laden? Wenn wir uns darum kümmern, gewinnen wir dann den Krieg? Die Leute müssen jetzt ein wenig Dampf ablassen. Und wenn Vergehen nicht mehr geahndet werden, was hilft das dem Krieg? Je weniger Zeit mit Kleinigkeiten vertrödelt wird, desto mehr Geld hat die Citadel für die Verteidigung. Nein. Sicherheit muss übergewährleistet sein. Jeder auf der Citadel weiß mittlerweile, dass wir im Krieg sind. Sie müssen allen zeigen, dass C-Sicherheit nach wie vor am Ruder sitzt. Dieses Sicherheitsgefühl ist wichtig. Der Commander hat recht.
Die Leute müssen jeden Tag zur Arbeit erscheinen. Wir müssen den Betrieb am Laufen halten. Ansonsten wird aus der heutigen Barschlägerei morgen ein Straßenaufstand. Ja, vielleicht haben Sie recht. Aber im Moment kommt mir das alles so unwichtig vor. Ja, im Moment. Captain Sommers? Commander Shepard, ich glaube, ich weiß jetzt, was meiner Verstärkung zugestoßen ist. Entschuldigung? Ich bin bei C-Sicherheit in Zivil und mit einer Waffe. Ich weiß, wann's vorbei ist. Lassen Sie mich nur erklären. Captain Aaron Summers, Allianz Marines, im Ruhestand. Captain Summers? Es gibt hier einen Gefangenen, einen C-Sicherheit-Officer, der Cerberus geholfen hat. C-Sicherheit hat ihn verhaftet, als sie den Putsch vereitelt haben. Jetzt will er für einen Deal Cerberus ans Messer liefern. Warum erzählen Sie mir das? Weil er keinen Deal verdient. Er hat bei dem Putsch Leute getötet. Gute Leute. Und er war bei der Allianz. Wie wir. Er ist ein Problem, das wir lösen müssen. Sie sind besser als das. Wenn Sie den Mann niederschießen, entehren Sie die Uniform genauso wie er. Nein, tue ich nicht. Ich mag diese Deals genauso wenig wie Sie, aber die Information wird Leben retten. Sagt wer? Unsere Vorgesetzten, denen wir Gehorsam und Vertrauen geschworen haben. Captain Summers. Jawohl, Commander. Tut mir leid, Commander. Ich werd's nicht tun. Danke. Aha. Commander Shepard, ach komm. Haben Sie kurz Zeit? Ja. Kann ich Ihnen helfen? Jordan Knowles, E-Verbrechen. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen, Commander. Ein Saboteur hackt wichtige Systeme. Energie, Kommunikation. Es ist schlimm. Falls Sie Zeit haben zu helfen, überprüfen Sie bitte diese Konsole. Ich hab's. Sieht aus wie eine Sammlung von Zugangscodes. Es sind batterianische Diplomatencodes aus der Zeit, als Sie noch eine Botschaft auf der Citadel hatten. Falls Sie sie mit Ihrem Spectre-Zugang finden, kann ich sie deaktivieren. Ich kann im Spectre-Büro in der Botschaft auf gesperrte Informationen zugreifen. Wenn ich was finde, gebe ich Ihnen Bescheid. Na, das ist ja... Also wir haben jetzt schon ein paar... Pisch. Ach. Mein Recht auf Selbstverteidigung. Wenn Sie jedem auf der Citadel Waffen verkaufen, legt C-Sicherheit den ganzen Laden lahm. C-Sicherheit konnte uns nicht beschützen, als Cerberus angegriffen hat. Ich werde Sie dafür verklagen. Sie glauben, ein Gericht würde wollen, dass ausgerechnet jetzt mehr Leute mit Waffen herumlaufen? Dann gehe ich eben in die Bezirke und verkaufe in einem Hinterzimmer im Purgatory. Die Leute sind verängstigt genug. Wenn sie die Waffengesetze brechen, sind sie immer noch verängstigt, aber dann auch noch schießwütig. Ich bin nicht die USA, deswegen unterstütze ich den Salarianer. Würde ein Haufen Zivilisten, der auf alles ballert, was sich bewegt, die Citadel sicherer machen? Der Commander hat recht. Vielleicht sollte der Rat eine zivile Miliz mit ordentlicher Ausbildung aufstellen. Sonst geraten sie nur in Panik und gehen am Ende noch selbst drauf. Ich will doch nur, dass die Leute sicher sind. Ich weiß, aber C-Sicherheit in Frage zu stellen, ist der falsche Weg. Wie wär's, wenn wir den Vorschlag machen, eine Miliz aufzustellen? Okay, das wäre immerhin etwas. Jo. Willkommen bei Algor Munition. Interessant. Interessant, warum alles nicht. Willkommen bei Alle Produkte. Ja, kaufen wir das mal. Eine lebenslange Garantie auf Schussleistungen. Einzelheiten finden Sie auf unserer Expo-Seite. So. Wow. Ihr habt mich irgendwie eingedrängt hier gerade ein bisschen. So. Oh. Aha. Oh, nee, doch. Liyama. Hallo, Shepard. Also. Hallo, Liyama. Oh, ich dachte, da wäre schon mehr. Ach. Komm, nicht schon wieder. Kollekturenpanzerung. Ja, aber mache ich nicht. Noch ging's ja bisher ganz gut. Ach du Scheiße. So, die ganzen... Nein. Alle Produkte sind herabgesetzt. So. Bei uns gibt es Kriegsrabatt. Pistole Durchschnacksmod. Der Gewinn aus sämtlichen Verkäufen geht an die tapferen Männer und Frauen der Allianz. So. Da ist keine, mit dem mit uns redet.
Kann ich noch irgendwas abgeben, anstatt die ganze Zeit neu was zu kriegen? Verdammt, ein paar Stunden länger graben. Wir haben den Obelisken von Karsa gehabt. Ich weiß, dass der Hades Nexus gesperrt ist. Ich bin ja kein Idiot. Aber verdammt nochmal, die Allianz braucht das Ding jetzt. Der Obelisk von Karsa soll Übersetzungen der proteanischen Sprache enthalten. Quasi ein Sprachlernprogramm für proteanisch. Bedenken Sie doch, wie viel mehr wir damit verstehen würden. Mhm, das ist allerdings wahr. So, nichts Besonderes. Wo sind eigentlich die Keeper? Frage ich mich gerade mal so. Wenn Sie meine Sicherheitsvideos wollen, bringen Sie mir einen Gerichtsbeschluss. Sie behindern meine Arbeit. Diese Videos könnten entscheidend für den Kriegsverlauf sein. Ich bezweifle, dass die Agenten der Reaper ihre Geschäfte in meinem Café abwickeln. Wir wollen sie doch nur beschützen. Und sie leisten dabei großartige Arbeit. Sehen Sie die Brandflecke? Genau da hat Cerberus eine meiner Bedienungen getötet. Und wo waren Sie? Hey, ich habe auch Freunde verloren. Wenn Sie die Cerberus-Informanten finden wollen, die dafür verantwortlich sind, dann geben Sie mir die Videos. Ah, okay, wir haben quasi den Zustand eines Richters, also unterstützen wir ausnahmsweise mal den Officer. Wir sind im Krieg. Wenn Ihnen die Sicherheit der Citadel etwas bedeutet, dann helfen Sie C-Sicherheit, wann immer Sie können. Danke, Commander. Ich habe einige hochstehende Gäste. Wenn herauskommt, dass ich Sie an C-Sicherheit verpfeife. Glauben Sie wirklich, mich interessieren im Moment Insidergeschäfte oder Elektronikschmuggel? Ich bin hinter den Dreckskerlen her, die die Citadel angegriffen haben. Sonst nichts. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Also gut, nur... hoffentlich hilft's. So. Sind denn noch mehr Aufträge? Ich hab nur so wenige. So, was haben wir denn da, hier, da. Aufnahme 1. Tatort weist große Brandflecke auf. Anscheinend 3 Todesopfer. Der gesamte Bereich wurde kurz und klein geschossen. Präzise Schüsse. Ich habe gehört, dass die Geth Störtürme einsetzen, um die automatische Zielerfassung zu verhindern. Wenn wir diese Tech hätten, würde das beim nächsten Angriff auf die Citadel bestimmt ein paar Leben retten. Mhm. Wohl wahr. So, Präsidium sind aus. Mal wieder 1 Milliarde Aufträge erhalten. So, was ist das denn jetzt? Ja, ist ja nicht wenig, was wir hier haben. Ach du Scheiße. Guck dir das an, und wir haben nicht mal eine Prioritätsmission. Was ist das? Wie sollen wir denn jetzt weitermachen? Story Mass Effect 3 ist zu Ende. Bis dahin, tschüss. ja. Weiß ich jetzt nicht. Ich mache erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.